Diese Story ist unglaublich. 7,5% mehr Rente ab Juli 2024. Wer sich auf diese Erhöhung freuen kann. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich kann es wirklich nicht mehr lesen, nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Ich will eigentlich auch gar nichts mehr dazu sagen, aber wenn ich im Internet so schaue, was da alles so geschrieben steht, ja, also hier zum Beispiel die HNA, 7,5% mehr Rente ab Juli. Wer sich auf diese Erhöhung freuen kann, meine Damen und Herren, hier wird sozusagen Clickbait betrieben vom Feinsten. Hier werden also mit solchen Überschriften werden dann natürlich auch die Erwartungen der Menschen geweckt und auch die Hoffnungen, dass wir alle jetzt auf einmal 7,5% mehr Rente bekommen. Meine Damen und Herren, das ist doch völlig lächerlich. 7,5% mehr Rente würde ja bedeuten, wenn man die Überschrift, ich zeige sie Ihnen nochmal von der HNA, 7,5% mehr Rente, wer sich auf die Erhöhung freuen kann, meine Damen und Herren, letzten Endes ist das aus meiner Sicht nichts anderes als Clickbait, weil man damit sozusagen suggeriert, hier kriegen wir alle 7,5% mehr Rente. Nein, das ist völliger Blödsinn, meine Damen und Herren. Nur diejenigen, die in der Zeit vom 1. Januar 2001 bis einschließlich 30.06.2014 eine Rente wegen Erwerbsminderung bezogen haben, diese EM-Rente am Stichtag 30.06.2024 entweder noch beziehen oder als Nachfolgerente eine Altersrente haben, genau an diesem Tag, die dürfen sich über eine Erhöhung, eine Zuschlagserhöhung als EM-Rentner oder als nachfolgender Altersrentner auf 7,5% freuen. Alle diejenigen, die ab dem 1.7.2014 bis zum 31.12.2018 eine EM-Rente bezogen haben, die dürfen sich dann auf 4,5% mehr Rente freuen, aber alle anderen sind damit außen vor. Der normale Altersrentner wird, wenn man dieser Überschrift hier folgen wollte, keine 7,5% Rentenerhöhung bekommen. Die normale Rentenerhöhung, die es ja wahrscheinlich zum 1.7.2024 auch noch geben soll, die wird uns mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwo im Bereich 4-6% bewegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier 7,5% mehr Rente bekommen. Ich hatte ja eine Prognose gewagt und habe gesagt, ja, 6% könnten drin sein, wenn man sich den Nettolohn oder den Lohnindex 2023 mal genauer anschaut, könnte das wirklich drin sein, aber die wirklichen Zahlen, die echten Zahlen kriegt man ja in ein paar Wochen vom Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, präsentiert. Also meine Damen und Herren, 7,5% mehr Rente, das wird ungefähr 1,52 Millionen Menschen ausmachen, EM-Rentner oder nachfolgende Altersrentner. Also lassen Sie sich bitte von solchen Nachrichten nicht verrückt machen. Nicht alle der 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner wird zum 1.7.2024 eine Rentenerhöhung von 7,5% als Zuschlagslösung bekommen. Das ist nur ein etwas kleinerer Teil. Ich hatte es Ihnen gesagt, 1,5 Millionen, die davon profitieren werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.